Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge KM Mechanic Simulator 2021. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den Motor für das Taxi zusammengebaut. Das Taxiunternehmen hat sich auch schon gemeldet und hat gefragt, und wie ist der Stand der Dinge? Sag ich, ja, Motor ist jetzt fertig, haben wir schön in Wagenfarbe lackiert und ja, die sind auch schon ganz gespannt und sagten, ja, bauen wir zusammen und wenn er fertig ist, soll ich anrufen. Und dann kommen die mal vorbei, gucken sich das Ganze an. Also deswegen, ne, rein mit dem Motor. So, warte mal. Den hier stellen wir direkt mal darüber, weil den brauche ich da auch noch mal. So, Motor ist drin. Sehr schön, genau. Gefällt, ne? So sieht doch gut aus. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen Öl reinfüllen. Versuche nicht zu kleckern, damit die neue Farbe hier nicht wieder versaut wird. Sollten wir hinkriegen, kein Problem. Dankeschön. So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Bremsflüssigkeit, weil, ne, ein Taxi sollte auch bremsen können. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber munkelt man zumindest. Also, im Internet haben sie geschrieben, so eine Bremse an einem Auto ist nicht schlecht. So, haben wir. Okay, dann brauchen wir ein bisschen Servolenkflüssigkeit, weil, ne, lenken, ja, kann man mal. Ist uns ein bisschen schwergängig, aber ansonsten geht, ne. Früher hatten wir auch keine Servolenkung an Autos, also von daher ist jetzt nicht so wichtig, wie ich finde. Und irgendwo ist ein Kühler. Ah ja. Und da ist mein Punkt. Genau so. Und Kühlflüssigkeit. Ja, die ist natürlich immer essentiell. Wie geil ich mit dem Kanister treffe, ne? Ohne da zu schlabbern. Finde ich auch sehr nice. So, okay. Das haben wir alles drin. Nice. Gefällt doch, ne? Sieht doch schon mal ganz gut aus, wie ich finde. So, dann wollen wir mal hier an die Räder rangehen. Wir müssen noch ein bisschen was montieren. So sehen die Felgen aus. Wir haben sie in so Anthrazit lackiert. Ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Ich habe mal im Internet gegoogelt nach amerikanischen Taxis. Taxen, ne? Und ja. Also man findet bei Bildern echt nur Cabcars aus New York. Ist schon ein bisschen traurig, aber hey, was soll's. So, einmal, zweimal, jawohl. Zack, na, den noch. Halt. So, und so. Ah, ich glaube, das sieht ganz geil aus mit den schwarzen Felgen. Oder anthrazitfarbenen Felgen vielmehr. So, dankeschön. So, und dann müssen wir, warte mal, Getriebe muss noch rein, ne? Ist, glaube ich, besser, wenn wir das einbauen. Ich meine, ne, Schaltvorgänge sind schon nicht schlecht. So, einmal. Anlasser. Oh, haben wir keinen. Was brauchen wir da für einen? Einen normalen. Und die Flammrohre haben wir, glaube ich, auch nicht, ne? Okay, pass auf, wir brauchen... Wie viel Flammrohre brauchen wir denn? Eins. Einmal Flammrohr, einmal Anlasser. Anlasser sollten wir eigentlich noch haben. Aber auch nicht mehr so viele. So, okay, der Tetradage ist drin. Sieht ganz vernünftig aus, ne? Gucken wir mal, ob wir noch einen Anlasser am Schlüssel haben. Wie gesagt, so viele haben wir nicht mehr. Das Taxischild habe ich auch schon rausgeholt. Das ist hier, so, da habe ich da reingeguckt. So, Anlasser, wo haben wir sie denn? Da ist noch einer. Zack, her damit. Achso, Flammrohr brauchen wir noch, ne? So, Flammrohr. Haben wir hier tuningmäßig was drunter? Nee, ne? Standard. Also Standard. So, einmal Flammrohr. Her damit. Ich meine, ne, so viel Tuning sollte da ja auch nicht ran. So, einmal Anlasser rein. Damit die gute Kiste auch startet. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwas vergessen habe. Könnte man meinen, ne? Hier sind so Löcher, die irgendwie aussehen, als würde da was fehlen. Scheiße, ich habe, glaube, irgendwas habe ich, glaube ich, vergessen. Moment. Ich schaue mal nach.
Felge, Oldtimer Sportre? Nee. Nö. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, dann schmeißen wir mal die Felgen drauf. Ja, das sieht irgendwie geil aus. Das sind Oldtimer Sportreifen. Die hatte der auch von vornherein drauf. Ja, kann was, ne? Hat was. Hat auf jeden Fall was. So. Und the last one. Okay. So, die sind schon mal dran. Und jetzt sollte eigentlich alles drin sein, richtig? Ja? Das ist bei 100%. Ja, ist alles am Start. Okay. Wir haben doch nichts vergessen. Sehr gut. Irgendwie sah das aber jetzt so löchrig aus, ne? Da war ich jetzt mal ganz kurz schockt. So, dann wollen wir mal das gute Teil bewegen wir jetzt erstmal auf den Motorprüfstand, weil wir müssen ja wissen, ob wir hier mehr Leistung rauskriegen. Wahrscheinlich. Warte mal, das ging hier, ne? Genau, ja, wollen wir. Und Test starten. 126 PS hat er gehabt. Ja, komm. Hat jetzt 168 PS. 14 Newtonmeter mehr bekommen und 43 PS mehr. Nice, gefällt. Das sieht doch schon mal gut aus. So, dann müssen wir das Ding einmal vermessen. Weil, ne? Soll ja auch gerade laufen, der Wagen. So, einmal. Zweimal. Und viermal. Okay, sehr schön. Jetzt läuft er wieder gerade und das Licht stellen wir auch noch ein. Besser ist, sonst leuchtet er wieder sonst wo in die Pampa. Muss er nicht. Ja, so sieht gut aus. Und so, perfekt. Okay, Licht ist eingestellt. Und dann sollten wir die ganze Kiste auch noch lackieren. Lackierbox da. So, dann ran an die Olga. Gib mir mal Lack. So, jetzt können wir mal gucken. Ah, nee, das ist auf jeden Fall viel zu hell. Das wird nicht so passieren. Das schon eher. Mhm. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Wir nehmen das mal. Metallic, nee, auf gar keinen Fall. Perleffekt auch nicht. Matt, ah, nee, muss nicht, ne? Chrom auch nicht. Flipflop, nein. Benutzer definiert. Glanz. Glanz. Uni, Glanz. Glanz sieht ganz gut aus, aber. Ey, ah, nein, scheiße, ich Idiot. So, was? Ja, ist doch gut. Glanz. Pest. Ey. So, okay, wir gucken mal. Halt, ich sehe nichts. So, was können wir hier noch? Ne, hier nehmen wir ein bisschen raus. Metallic, na, muss nicht unbedingt. Die Rauheit. Ein kleines bisschen. Klarlack bleibt. Helligkeit vielleicht ein bisschen raus. Die sind ja in den USA immer so ein bisschen dunkler, ne? So, das ist so ein komisch dunkles Gelb. So, das sieht aber, glaube ich, schon ganz nice aus. Bei den Außenspiegeln bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die mache ich auch noch gelb. Quatsch, schwarz. Oder? Ja, so ein bisschen Kontrast da rein. Und die Lampen gefallen mir auch noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich die auch nicht
irgendwie andersfarbig, vielleicht auch in Schwarz mache. Also hinten okay. Schauen wir mal. Aber ich glaube, so der Farbpunkt könnte passen. Das machen wir mal so. Okay, sehr schön. Ja, so sieht doch eigentlich ganz nice aus, oder? Aber ich will trotzdem ein wenig Kontrast. Oh ne, halt. Ah, da wollte ich nicht dran. Falsche Taste. So, dahin. Und wir stellen den mal auf den zweiten Stellplatz. Ja, so geht's schon mal. So, pass auf. Wir nehmen mal die Scheinwerfer raus. Das probieren wir jetzt mal aus. Irgendwie, weiß ich nicht. Gefällt mir, glaube ich, hier schwarz ein bisschen besser. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie. So, hier müssen wir auch noch mal gucken. Das ist mir noch alles so ein bisschen zu kontrastlos. So, gehen wir mal hier rüber. Mal auf die Hütte. Ey, ah! Ich bin eingesperrt. Zack. Jetzt aber hier. So, Teile lackieren. Ah, oh, die Lampen, die Scheinwerfer kann ich nicht lackieren. Ach komm, echt jetzt? Na gut, okay, dann halt nicht. Originalfarbe. Ja, kann man machen. Ah, du sollst die Originalfarbe nehmen, du Trottel. So, ja, Scheiß. Genau. Dankeschön. So, haben wir den einen. Und den anderen noch. So, warum kann man denn die Scheinwerfer nicht lackieren? Das ist ein bisschen blöd jetzt. Oh, gut, okay, egal. Können wir jetzt nicht ändern. So, einen schwarzen, quasi unlackierten Spiegel so gesehen. Gefällt mir, glaube ich, besser. So. Montier mal hier. Einmal. Ja, ist ein bisschen. Die Scheinwerfer ist blöd, ne? Naja, gut, egal. Ist der Kontrast besser? Ein bisschen, ne? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das Kontrast vom Kontrast her besser ist oder nicht. So, und dann müssen wir hier noch. Ah, ne, halt. Geh mal ein Stück weg. So, und dann kommt hier montieren. Was ist denn jetzt dieser Punkt? Ey, jetzt kann ich nur hinten. Willst du mich verarschen? Du hast keine passenden Teile. Du hast, Alter, jetzt kann ich hier. Alter, die wollen mich doch echt rollen, oder nicht? Warum kann ich da kein scheiß beschissenes Taxischild draufsetzen? Was soll denn der Quatsch? Ey, davor. Haben wir nicht am Anfang danach geguckt? Wir haben doch am Anfang danach geguckt und haben geschaut, ob da was drauf zu montieren geht oder nicht. Ey, das rollt mich jetzt aber, ne? Ey, das ist. Wo kann. Mal jetzt mal im Ernst, auf was für scheiß Autos kann ich denn hier irgendwas aufs Dach machen? Das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit ein Taxi gebaut und kann hier kein Taxischild draufsetzen oder was? Warum? Ja, das ist eine Sonderanfertigung für das Taxiunternehmen. Damn it. Ey, jetzt mal. Echt jetzt? Jetzt mal im Ernst, wirklich? Okay, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ey, da bin ich jetzt. Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass. Ach nee, halt falsch. Dass ich jetzt schon zum zweiten Mal. Und hier zum dritten Mal hier drauf drücke. Zum zweiten Mal. Was ist das denn jetzt? Warum ist das so unscharf? Fokus. Jetzt.
hier kein Tag, kein nichts aufs Dach machen kann. Mal im Ernst, warum? Warum? Schreibt es mal in die Kommentare. Also was, wie seht ihr das? Ist so voll mega ärgerlich. Also Playway, da müsst ihr mal dran arbeiten. So, es kann doch nicht sein, dass ich hier kein Taxischild drauf setzen kann. Ist doch voll unfair. Ach, nö, ey, und das ist ein typisches Taxi, meiner Meinung nach. 39.000 Gewinn würden wir machen. Okay, wir lassen den erstmal stehen. Wir lassen den da jetzt erstmal stehen. Weil das, ey, da bin ich ja jetzt schon wieder echt mega genervt, ne? Und mega enttäuscht. Da kann ich hier kann ich kein Polizeischild drauf machen, da kann ich kein Taxischild drauf machen. Auf was für Fahrzeuge kann ich irgendwas draufsetzen? Was wäre denn das typische Taxi? Jetzt mal im Ernst. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Egal. Was? Also, okay. Ätzend, nervig. Da ist das Taxi fertig. Taxiunternehmen ruft an. Jetzt muss ich da extra Löcher bohren oder was? Wahrscheinlich. Sehe ich anders. So, machen wir raus da den Schluck. Wir kümmern uns mal eben hier um den Porsche, weil der muss auch noch weg hier. Oh. Ja, jetzt, da bin ich aber wirklich jetzt wieder megamäßig enttäuscht, ne? Ich könnte, ja, wow, warte mal. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Könnte ich denn theoretisch, würde das funktionieren? Wahrscheinlich auch wieder nicht, aber ich habe doch irgendwo hier so einen Spoiler gekauft. Würde der theoretisch da drauf gehen? Der Dachgepäckträger da, ne? Auf was für ein Fahrzeug packe ich den denn? Auf dem Golf 2 könnte ich den eventuell draufballern, ne? Wahrscheinlich. So, warte mal, wo ist denn der Spoiler? Wahrscheinlich unter S, ne? Wie Spoiler. Munkelt man zumindest. OPQRS. Komm. Irgendwo muss hier der Spoiler sein. Das will ich jetzt wissen, ob ich den wenigstens da drauf ballern könnte. Dann müsste man das Ding irgendwie, ja, was weiß ich, umbenennen oder so. Da ist er doch. So, tu mal her. Dann haben wir aber echt hart in den Topf wieder gegriffen, ne? So, zeig mal her. Könnte ich das Teil da wenigstens draufsetzen? Ah, guck mal an. Das würde gehen. Wow, sieht ja richtig beschissen aus. Ja, moin. Ja, nee. Das wird's wohl eher nicht. Okay. Ja, ne? Oder wir schreiben hier ganz groß Uber drauf und dann wird's ein Uber-Taxi oder so. Die haben ja auch kein Taxischild am Schlüssel. Hallo, ich will hier wieder rein. Wieso komme ich in meine Werkstatt nicht rein? Ach, nee, 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 Leute, ich weiß echt nicht mehr weiter, ne? Also ganz ehrlich, das ist ja echt wieder mega ärgerlich. Ey, da hast du das zweite Fahrzeug, wo du was aufs Dach ballern willst. Und was geht? Nichts. Danke für auch ebenfalls nichts. Na, warte mal, dann kann ich das Taxischild ja auch erstmal wieder wegpacken. Brauchen wir ja auch nicht. So, dann gehen wir hier an den Porsche-Motor eben ran. Weil, ne? Da hatte ich ja auch noch einen Interessenten für die Kiste. Und der hatte schon angerufen, du hör mal, ich hätte doch mal hier, ne? Der hat noch wegen einem Porsche gesprochen, den er haben wollte. Sag ich, ja, der steht noch hier. Sag ich, Motorteile fehlen noch. Weil, ja, aktuell nicht lieferbar wegen Corona und so. Da fehlen noch Teile und sagte, ja gut, okay, aber so langsam hätte ich den gerne, weil demnächst geht wieder die Rennsaison los, sagt er, und er wollte damit mal auf die Rennstrecke. Sag ich, gut, okay, ich schau mal, was soll noch gemacht werden? Sagt er, ja, soweit soll er original bleiben, weil er will wohl H-Kennzeichen drauf machen, also dementsprechend als Oldtimer anmelden. Und da muss er dann halt ein Originale, ja, da muss der Wagen ja original sein.
ne? Sonst kriegt man keine H-Kennzeichen. Sagt der Lackierung wäre ganz nice, wenn die weiß wäre. Solche kann man ja machen, ist ja kein Problem. Lackiererei haben wir ja. Und sagt er, ja, wenn das so passt, dann wäre er schon sehr zufrieden. Ist eigentlich kein Problem, Junge, machen wir dir. So. Das heißt, ne, hier müssen wir auch mal ein bisschen angasen, dass wir hier den Wagen fertig kriegen. Sonst steigt ihr mir nachher noch aufs Dach. So, was ist hier los? Warum komme ich hier nicht dran? Was fehlt mir hier? Was muss ich hier abmachen? Ach, da unten. Die Welle muss raus. So, zack. Okay, dankeschön. Ja, und deswegen, ne? Ich meine, recht hat er ja, ne? Wir gehen hart aufs Frühjahr zu. Hoffentlich. Und irgendwann fängt ja auch dann die Rennsportsaison wieder an. So, und der fährt irgendwie Oldtimer Classic oder sowas, meint er. Und da habe ich gesagt, oh cool, finde ich mega nice. Und ja, deswegen muss er auch halt im Originalzustand bleiben. Schauen wir mal. So, zack. Machen wir mal hier die Teile wieder frisch. Die wir noch na, frisch machen können. Oder auch nicht. Zack. Jawohl. Oh, die Welle. Ja, sehr schön. Nee, war gar nicht die Welle. Das ist die Welle. Okay, wenn wir die Teile schon mal repariert kriegen, ist schon mal nicht schlecht. So, Kurbelwelle habe ich, glaube ich, noch. Wäre jetzt nicht so schlimm. Aber können wir auch reparieren. Sehr gut. Okay, alles klar. Läuft. Nee, halt. Hier einmal wieder rein. Und dann müssen wir hier wieder montieren. So, warte mal. Wir brauchen Kolben. Was hat der gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Sollte ich da Sportkolben? Hier Sportkolben hat er gesagt, ne? Naja, gut, gucken wir mal. Nehmen wir mal Tuningkolben. Da war nämlich irgendwas. Da hat er gesagt, so, ja, wenn du hier und da das ein oder andere noch machen kannst, ist nicht schlecht. Okay, warte mal, welche habe ich denn hier? Kolben mit Pleuel, ne? Das sind ganz normale, alles klar. Dann machen wir mal 6 Stück da rein. Dankeschön. Pleuel-Lagerdeckel brauche ich jetzt wie viele? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Egal. Achso, ne, Kolbenringe brauchen wir aber. Zack. So, da haben wir 6 Kolbenringe. Und rein damit. Zack, jawohl. Zack. Und ich bin dann auch froh, wenn der Wagen dann raus ist. Ne? Ich meine, der Typ, der scheint echt Kohle zu haben, der den Wagen da haben will. Also den Porsche. Und er meinte, dass alles andere ist egal, nur halt, er soll halt fertig werden. Ne? Dann habe ich gesagt, gut, kein Problem, kriegen wir hin. Machen wir. Und deswegen muss ich hier. Ja, gut, wie gesagt, ich kann es halt verstehen, ne? Ab März geht's wieder los. So, dann gucken wir mal hier. Pleuel brauchen wir. Pleuel Lagerdeckel, 2 Stück. Her damit, jawohl. Kloppen wir die auch nochmal rein. So, okay, soweit, so gut. Dann, jawohl, Altstopp, haben wir von denen, davon brauchen wir 2. Kein Problem, kriegen wir. Zack, so. Dankeschön. Jawohl, sehr schön. Rein damit, rein damit. So, die Welle haben wir repariert. So. Okay, sehr gut. Alles klar. So, Zylinder brauchen wir 6 Stück. Das wird auch schon wieder dieses anders teure. Und jede Menge massig andere Teile, ne? Wie zum Beispiel Schwungrad und hast du nicht gesehen. So, Rohr
Haben wir, glaube ich, nicht, oder? Haben wir noch was? Nee, halt. Zack. Schauen wir mal eben. Kann ich hier suchen? Suchen. Rohr. Haben wir noch eins. Wow, danke für nichts. Okay, davon brauchen wir noch mal drei. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Eine neue Kupplungsscheibe brauchen wir. Ein neues Ausrücklager brauchen wir. Dann sollten wir aber auch hingehen, denke ich mal, eine Tuning-Kupplung einbauen, oder? Ja, Tuning-Kupplung sollte bei der Leistung dann schon, ja, drin sein. Alles klar, das heißt, wir brauchen erstmal drei Rohre. Dann brauchen wir ein Ausrücklager. So, dann müssen wir die Tuning-Teile holen. Nein, so nicht. Zylinder. Sechs Stück kriegt er. Die Einstellung sagt er, wäre kein Problem. Weil da, das macht er eher auf der Rennstrecke. Und da habe ich mir auch offen und ehrlich gesagt, sag ich, du, pass auf, ich habe auch keine Ahnung von. Von daher sagt er, nee, ist in Ordnung, das passt schon. Sagt er, ich stelle den so oder so individuell auf der Strecke ein. Wichtig ist nur, dass es einstellbar ist. Sag ich, ja, das kriegen wir hin. Das ist so nicht das Problem. Und da ist wohl egal, ob der dann getuned ist oder sowas. Also vom Motor her. Ich habe da wenig Plan, ne? Also ich bin nicht so häufig auf der Rennstrecke. Also in Real Life war ich schon öfters auf der Rennstrecke, ja. Aber hier nicht. Und ich bin hier ein ziemlich dummer Mechaniker, müsst ihr wissen, der keinen Plan von irgendwas hat. Und von daher, ja, muss mir der Kunde sagen, was er haben will, ne? So. So, zack, dann hier rein, rein, rein. So, was haben wir hier? Zylinderköpfe brauchen wir auch sechs Stück. Zack, auch im Tuning-Bereich kein Problem. Na, okay. Zack. Zack, jawohl, so. Dann braucht der Zündkerzen und sowas noch. Alles gar kein Problem für uns. Halt, stopp, nein. Ah, wie das glänzt, ne? Ein Traum. So, wir brauchen 12 Zündkerzen, kein Problem. Zack. Zündkerzen, 12 Stück. Jawohl, danke schön. Ballern wir die auch noch rein. Der kriegt, dann kriegt er wieder Leistung, ne? Ah, das gefällt. Das gefällt auf jeden Fall. Na, komm her. Ja. So. Haben wir die auch schon mal drin. Zack, jawohl. So. 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 Dann hier noch einer rein. Und da noch einer rein. Und ich habe irgendwo einen vergessen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oder habe ich einen zu viel gekauft? Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Ne, ich habe, glaube ich, einen zu viel gekauft. Ne, sieht gut aus. Na, dann haben wir eine zu viel. Also egal, macht nichts. So, der Grundstein ist gelegt, würde ich sagen. Für diesen, ja, Motor. Aber ärgerlich ist es mit dem Taxi, ne? Ganz ehrlich. Das regt mich jetzt so auf, dass ich hier kein Schild draufballern kann. Ich will hier oben ein Taxischild drauf haben. Warum ist das nicht machbar?
Ja, wie gesagt, ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und warum ich jetzt hier schon wieder so gefrostet sein muss, dass ich, ne, und vielleicht wisst ihr auch, auf welche Fahrzeuge kann ich irgendwas draufsetzen. Weil, ey, das ist so nervig. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eigentlich von vornherein nachgeschaut haben. Das ist ja vor allen Dingen, ist ein Bull Chapman ist so ein typisches Oldschool-Taxi, ne, oder? Was meint ihr? Naja, wir werden es rausfinden. In der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, gerne kommentieren. Oder kommentiert auf jeden Fall mal. Bewerten und auch gerne ein kostenloses Abo dalassen. Vielen Dank. Und dann werden wir gucken, dass wir hier den Mann für den Rennsport hier mit dem Porsche-Motor glücklich machen in der nächsten Folge. Dass wir die Kiste auch auf jeden Fall hier mal rauskriegen, weil ich habe auch schon eine E-Mail beziehungsweise wieder einen Anruf bekommen und der Typ, der geht mir auch auf den Nerv. Kriegen wir aber alles hin, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sag mal, bis demnächst. Ciao, ciao.